Schönen guten Morgen und hey und ho und so, ihr alten Minecraft-Freaks. Ja, das sagt ja gerade der Richtige. Hier spricht euer Vorbotler. Gerade noch etwas morgendlich lethargisch und benommen. Ja, denkt mal nicht, ich bin immer so. In Wahrheit bin ich noch viel schlimmer. Wo renne ich denn hin? Ach ja, wieder völlig verplant jetzt. Ganz verplant. Ich wollte Schweine fangen. Mir fehlen noch Schweine. Ja? Denn jeden Tag Steaks, ich weiß nicht. Ich will auch mal irgendwie schön so schön Schweinefleisch ein bisschen haben, ne? Dings habe ich ja. Ich bin immer noch etwas noch nicht so richtig drin. Ich drehe ja jetzt hier gerade mal wieder so eine kleine Serie. Eine Session mache ich, ne? Ich drehe dann immer mehrere Folgen auf einmal. Deswegen dauert es oft auch, bis ich mal reagiere auf eure Vorschläge und all sowas. Und im Moment nach meiner Winterpause bin ich noch gar nicht wieder so richtig voll bei der Sache. Da hinten würde ich dann vielleicht noch ein Gehege bauen. Schweine habe ich doch mal hier hinten gesehen irgendwo. Da haben wir doch mal eine Erkundung gemacht und die stehen doch sowieso da. Sie haben ja die dollsten Viecher gesehen unterwegs. Geschorene Schafe, die ich in, was weiß ich, der 5. Folge oder so schon geschoren hatte. Die standen in der 20. immer noch da rum. Da hinten. Ah, die kriegen aber wenigstens inzwischen wieder Wolle. Das ist gut. Braucht man also... Naja, doch, fangen sollte man sie trotzdem. Da muss man sich... Da! Da sind doch Schweine. Da hinten sehe ich zumindest eins. Und noch ein braunes Schaf daneben. Ja, super getarnt hier, oder was? Ja, ein Schwein ist natürlich... Na, komm mal her, guck mal. Ja. Ja. Ja gut, das braune Schaf, das nehme ich einfach auch mit. Und das Hühnchen kann auch mitkommen. Ja klar, wir brauchen doch noch eins. Oder so ein einsames Huhn da bei uns zu Hause. Wo muss ich denn hin? Da kommt ihr auch alle mit. Ja, noch mehr Hühner. Prima. Leute, wo laufe ich hin? Kommt alle mit. Ja. Komm mir so ein bisschen vor hier wie der Rattenfänger. Ja, von Klein Mallorca. Ja, ich warte auf euch. Kommt. Braunes Schaf ist auch gut. Braunes Schaf. So, aber jetzt kommt ihr nicht durch meine Wohnung. Sondern wir gehen schön außen rum. Ihr geht mir ein bisschen zu langsam, finde ich. Das ist natürlich Absicht, ne? Damit man hier nicht so in der Zeit rumrennt. So, gehen wir mal ganz hinten rum. Jetzt ist natürlich super toll, weil ich jetzt gar kein Gehege gebaut habe für das Schwein. Warum ist denn eigentlich meine Wiese hier so schattig? Naja gut, weiß ich auch nicht warum. Aber es kann natürlich sein, ich habe so die Grastextur ein bisschen geändert, dass sich das hier so gerade so... Ah, so ein weicherer Übergang ist das. Ja, Kinders, jetzt guckt ihr mich hier an, ne? Und ich habe noch gar kein Gehege für alle euch. Was ist denn da? Kleine Kuh. Ja, ihr auch alle. Ja, ihr seid ja vielleicht verrückt. Ich will nur... Ah, jetzt kommt das Huhn natürlich auch rein. Komm du mal da rein. Komm du mal da rein. Ach du meine Güte, die bringen mich ja um hier. Geh weg, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Kommst du auf wieder. Ah, weißt du was, wir haben doch genug von dem Viehzeug. So. Meine Güte nochmal. Kinder gucken jetzt mal bitte weg, ne? Alle, die Schafe mögen. Hallo, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja. Also vorher scheren. Das wäre klüger. So. Und jetzt ist wahrscheinlich auch mein Schwein und auch die beiden Hühner. Ja, da ist das Schwein. Ah, toll, wie mache ich das jetzt? Fall endlich um. Hol ich mir mal Zäune.
Habe ich denn auch noch Gatter? Gatter habe ich nicht. Warte mal, da müssen wir noch ein Gatter machen. Ach, das habe ich auch schon wieder vergessen, wie das ging. Ah, doch, ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch. Wie war das denn? So. Und. Ja. So. So geht das. Baue ich mal hier noch ein. Wo denn überhaupt hin? Hier hinten, ne? Ich schließe das jetzt mal hier so an. Und werde die dann etwas verändern von der Größe her, dass vorne die Schweine dann sind und hier hinten die Kühe. Eben wie wegen des besagten Gehupes und Getutes von den Kühen. Klack, 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 klack. So, das reicht aber auch. Das reicht aber auch schon. Da muss nicht so riesengroß sein. Aber schon genug. So, dann kann man auch außen noch schön rumgehen. Da kommt da vorne noch ein Gatter rein. Wir vergessen. Wo ist es denn? So, und dann geht's darum, dass wir mal gucken, wie wir die Viecher da alle... Ja. Pass auf, dann ziehen wir direkt mal um mit euch. Das machen wir jetzt mal. Mache ich das erstmal hier so schön. Ach, rechter Mausklick. Mann. Rechts, rechts. Nur keine Panik. So, machen wir hier mal so ein bisschen ein Loch rein. Und dann nehmen wir hier mal wieder etwas zur Hilfe. Ja. Komm. Und eure komische Mutterkuh da hinten, die könnte auch... Ja, hier. Komm. Na los. Jetzt stehen die sich da selber im Weg, ne? Komm, Kleines, du auch. Na komm. Ja, du auch. Ach Leute, was habt ihr denn da für eine Intelligenzbestie angezüchtet, hä? Hallo. Oh. Ja, guck mal, das hilft wenigstens. Und wieder zu. Jetzt seid ihr schon mal hier hinten. Jetzt werde ich den Zaun etwas verändern, dass es hier ein bisschen größer ist. Das ist kompliziert, ihr merkt das schon, ne? Lampen muss ich auch noch drauf bauen. So, pass auf, jetzt mache ich nämlich jetzt hier Folgendes. Wie denn? Hier. So, noch nicht zu. Ich muss ja auch noch wieder rauskommen. Dann nehme ich auch mal die Axt zur Hand. So, dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr Platz. Weil ihr so groß und dick seid. Ich möchte ja hier keinen Ärger bekommen wegen Tierquälerei, ne? So, dann werden wir jetzt hier mal noch zumachen. So, jetzt seid ihr schön weit weg von meinem Haus. Und hier ist jetzt Platz für das Schwein. Nächste Aufgabe bedeutet, ich muss jetzt mal sehen, dass ich das Schwein hier wieder rausbekomme. Das steht da gerade so schön an der Ecke da hinten. Komm mal her. Ja, 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 ja. Okay, und? Komm her, komm. Ja. Boah, ich bin ja genial, Leute. Das ist, klappt ja hier wie am Schnürchen. Ja, gebe ich dir sogar ein bisschen Belohnung. So. Perfekt, ja, aber jetzt ist nächste Aufgabe. Die dummen Hühner. Einmal. Komm. Kleines Huhn. Im Grunde brauche ich ja auch nur zwei, ne? So. Ja, super. Kriegst du mal was und du kriegst auch was. Tja. Wie sehen denn die Kleinen? Ich glaube, offiziell sind das ja jetzt auch Enten, ne? Habe ich mal irgendwie gehört. Das sind gar keine Hühner mehr, obwohl das ist doch Quatsch. Warum? So. Das war jetzt einfacher, als ich gedacht hätte. Da ist jetzt zwar noch ein Huhn drin. Aber
Das ist ja nicht so schlimm. Ich gehe mal lieber wieder rein zum Scheren. Was wollt ihr? Ich habe überhaupt kein Getreide mehr in der Hand. Geht weg, geht weg, geht weg. So, Huhn, du bist jetzt mal dran. Du bist hier im Weg. Jawohl. Und dann wird hier erstmal wild geschoren. Da hat man aber jetzt echt eine richtig gute Ausbeute an Wolle. Das ist sehr schön. Kann ich mir auch mal einen Teppichboden machen und all solche Geschichten. Ach, da ist das Braune noch. So. Bin natürlich gespannt. Kriegt das jetzt auch wieder braune Wolle? Ach, ich verstehe. Die fressen das Gras tatsächlich. Da ist es. Die fressen Gras und dann... Das ist nämlich gut. Nicht schlecht. Ich dachte erst, sie fressen nur dieses hohe Gras, ne? Aber offensichtlich nicht. Oh, hallo. Es ist ja schon dunkel. Und natürlich fehlt mir noch ein Schwein. Ja. Sonst ist das da unglücklich. Ich könnte jetzt auch mal kämpfen gehen, aber vor allem, weil brauche ich auch noch ein paar Endermen. Obwohl eigentlich nicht. Weil die Endermen brauchen natürlich wegen ihrer Perle, damit man sich dann daraus wieder, was weiß ich, so ein Auge herstellen kann oder keine Ahnung oder andersrum. Ich weiß es auch nicht. Damit man das End besuchen kann, sofern man den mal da das Portal gefunden hat. Was sich wiederum ausschließlich in den unterirdischen Strongholds befindet. Naja. Ich bin aber inzwischen mal irgendwann. Jetzt renne ich erstmal noch ein Schwein suchen. Ich bin irgendwann auch mal irgendwie in einem anderen Spielstand und so bin ich mal in dem End gewesen. Und hab mir das angeguckt und auch den Drachen und alles, ja, und ja, seitdem zieht mich da gar nichts mehr hin. Es ist stinklangweilig im End, ja. Das End ist stinklangweilig. Leute, ne, das ist... Naja, ich sag mal, das ist wahrscheinlich so wie damals Nether. Als das neu war, da gab es ja auch, da ist man dann gerne mal hin, das war ja auch immer spannend, also das ist noch... Also im Nether ist es wenigstens noch spannend und so irgendwie so, ne? Also, während hingegen im End, da passiert irgendwie so gar nichts, außer der Drache, mein Gott, aber gut. Es ist noch relativ sinnlos, dahin zu gehen. Finde ich jetzt jedenfalls, es macht mir jedenfalls nicht so besonders viel Spaß. Wahrscheinlich wird das dann im Laufe der Zeit... Wird das noch aufgerüstet, dass man da auch mal irgendwie was mit anfangen kann, richtig? Im Moment. Deswegen, also, ich würde jetzt gar nicht mehr so lange warten, mir so 12 so Augen da anzuschaffen, sondern würde auch so einfach mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie so ein Stronghold finde. Keine Ahnung, ob wir einen haben. Vor allem auch in der Nähe, das ist ja noch das Problem. Jetzt müssen wir nochmal umziehen, ne? Müssen wir nochmal eine Reise machen. Und irgendwie gucken, dass wir an so einen Stronghold kommen. Den würde ich dann natürlich gerne mal dann auch... Ach, da sind ja zwei. Gut. Den würde ich dann natürlich auch gerne dann erkunden und ausbauen und... all diese Geschichten. Ja, kommt. Kommt hier lang, ja. Ja. So, dann wollen wir hier auch direkt mal so ein bisschen... Vögeln hätte ich jetzt fast gesagt, aber das geht doch nicht bei Schweinen. Die schweineln, ne? Da guckt euch das an. Ja. Flotte Dreier schafft ihr nicht, ne? Steht ihr nicht drauf. Das sind ja auch Schweinereien, das tut man ja auch nicht. Vor allem nicht als Schwein. Oder was auch immer ihr seid, ne? Guck mit ihm immer noch an. Ja, hallo, ja, ist ja gut. Oh, schon wieder alles Wolle. Ich muss jetzt erstmal die Wolle wegbringen und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was frühstücken. Vergesst das immer. Was machen denn eigentlich auch unsere Steaks? Auch schön. Wunderbar, Fisch habe ich auch. Lecker, lecker. Und dann können wir hier mal ein bisschen noch aussortieren.
Ja, das funktioniert inzwischen sehr gut. Ich glaube, Nahrungsprobleme haben wir nicht. Legen wir das auch mal zurück. Ich habe hier wirklich noch extrem viel und das ganze Feld noch und da haben wir keine Not. Da brauchen wir uns jetzt überhaupt nicht mit beschäftigen. Ach, jetzt fällt mir auch wieder ein, ich wollte doch hinten auch mal so einen Aussichtsturm bauen, ne? Das ist ein so eine Sache, ja. In der Mine waren wir auch noch nicht und außerdem möchte ich jetzt gerne diesen Test mal machen. Lauf doch mal ein bisschen. Oh, lalalala, ich mach das jetzt mal. Ich stelle mich jetzt hier mal so in die Gegend. Und dann werden wir mal sehen. Was denn jetzt? Ach so. Bomben voll vor die Wand. Aber wo ist denn das Auge? Sag jetzt nicht, das ist kaputt gegangen. Das war jetzt natürlich wieder neunmal klug von mir. Hätte mal vielleicht mal vorher nochmal lesen sollen, ob sich da irgendwas am Verhalten geändert hat oder wie das überhaupt geht. Jetzt komme ich hier auch gar nicht irgendwie so raus. Was ist denn hier los? Ja, ist es denn? Das ist doch wohl nicht. Das kann ja nicht. Das ist das denn? Also, naja, das Auge ist jedenfalls auch nicht. Was ist denn hier los? Ich werde dann wohl, glaube ich, mal hier meinen Aufgang etwas umgestalten müssen. Früher bin ich immer rausgekommen hier, ne? Ist da was nicht in Ordnung? Da ist irgendwas geändert. Okay. Naja. Das Auge. Ach du, ja, denke ich, das Auge ist weg, ne? Ich schau mal auf der anderen Seite vom Haus. Ja, ist natürlich blöde, wenn die dann so kaputt gehen. Oder ich hab's völlig falsch. Ich hab jetzt. Was hab ich denn gemacht? Ich hab die rechte Maustaste gedrückt, um das wegzuwerfen. Das Auge. Damit das in die Richtung fliegt. In der ein Dungeon ist. Also hier so ein Stronghold. So. Dabei wurde ich aber dann dem Auge hinterher teleportiert. Und es ist offenbar dabei kaputt gegangen. Ist also leider ein bisschen, ja, ins sprichwörtliche Auge reingegangen. Das Auge. Oder nee, es war eine Perle, ne? So. War das jetzt eine Perle oder eine? Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist mir auch zu kompliziert, darüber nachzudenken. Ich schau mal einfach nach. Ein Enderpearl, genau. Ah. Mir fällt gerade was ein. Ja klar, das ist es nämlich. Ich muss da aus dem Enderpearl, muss ich erstmal ein Enderauge machen. Das geht mit Netherboard, ne? Da muss ich erst in Nether. Ja, und dann wird mir das den Weg zeigen. So ist das nur so ein Teleporter-Ding. Aha. Okay, das bedeutet also weiterhin Enderman jagen. Dafür habe ich auch mal mein Silberschwert dabei. Und in Nether müssen wir auch mal. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen checken, ob ich überhaupt Obsidian habe. Ja, habe ich doch bestimmt, ne? Habe ich doch bestimmt. Ja, nicht hier, aber irgendwo. Ich glaube, ich habe das. Ich habe doch auch eine Diamanthacke schon, ne? Also Leute, da bin ich aber doch jetzt sicher. Ist das in dem Berg, im Zipfelberg, ne? Ja. Okay, das werde ich dann in der nächsten Folge klären. Obsidian brauchen wir. 10 Stück. Wir kennen das hier schon. Und dann machen wir uns mal ein Nethergate. Wohin, weiß ich noch nicht. Vielleicht vorzugsweise da unten irgendwo in der Höhle. Da wollten wir eh mal hin. Ja, prima. Dann laufe ich jetzt schon mal zurück zum Zipfelberg. Und dann bin ich mal gespannt, was habe ich denn da eigentlich auch noch gemacht. Ja, guck, können wir noch mal eben reingucken. Rennen, rennen, rennen. Blöd mit der Perle, dass sie kaputt gegangen ist. Naja. Haben wir denn hier noch? Vielleicht gucke ich dafür mal in die Kiste. Hier ist überhaupt nichts mehr an Werkzeug. Was ist denn hier los? Wo habe ich denn alles hingebracht? Ich bin ja völlig. Ich muss mich erstmal orientieren. Hier war ich da auch noch so ganz oft und.
Hier wissen wir doch, hier geht's doch so schön runter. Ist doch immer gefährlich hier so schön. Auf jeden Fall ist da halt auch auf jeden Fall. Da können wir auch irgendwo mal. Aber erstmal brauchen wir eine Diamanthacke. Das ändert nichts. Hab ich doch alles. Wo hab ich denn das Zeug hingebracht? Naja. Schauen wir mal. In der nächsten Folge bin ich schlauer. Hoffentlich. Ich muss jetzt erstmal meinen Kram hier so zusammensuchen. Das ist ja sonst kein Zustand. Ah, hier ist jetzt jedenfalls kein Diamant. Ich glaube, ich habe das alles doch ins Haus gebracht. Da habe ich. Ach, ich habe in der Kellerkiste nicht geguckt. Ich glaube, da könnte es vielleicht drin sein. Naja, gut. Ah, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin erstmal viel Spaß noch mit Minecraft und bei allem anderen, was ihr so macht. Bis dann.